Und damit willkommen zurück bei unserer kleinen Party, würde ich fast sagen. Aber wir haben keine Party hier, sondern wir haben hier den Ernst des Lebens. Und das ist nicht so schön. Wir brauchen unbedingt dringend, und zwar wirklich sehr, sehr dringend, Lebensmittel. Genau. Ansonsten haben wir demnächst jetzt wirklich ein riesengroßes Problem. Und das ist nicht so gut. Es ist jemand on the tür. Katja kann feilschen, das heißt, Katja, es tut mir leid, du musst aufstehen. Katja, aufstehen. Tut mir leid. Aber sie kann gut feilschen. Vielleicht können wir bei ihm Essen kaufen. Mit irgendwas, was wir noch haben. Wir werden es hinbekommen. Ich bin fast sicher. Aber nur fast. Los, Katja, beeil dich. Sonst ist der Mann weg. Lassen Sie uns ein Geschäft machen. Okay, lass uns mal gucken. Denn er hat... Aber nicht billig, ja. Ist mir schon klar. Nichts Besonderes. Okay, das wäre aber wenigstens etwas. Wir können mal gucken, was wir ihm dafür geben können. Können wir ihm Zucker geben? So, Bruno. Hau rein. So. Das war jetzt nicht... Ja, nicht perfekt. Aber... Er kann eine Mahlzeit machen. Er kann mal schnell was essen. Katja kann sich auch mal ein Teilchen reinhauen. Er ist ja sehr hungrig. Also kriegt er jetzt mal das. Und die Nacht muss erfolgreich werden. Das ist wichtig. Die Nacht muss diesmal erfolgreich werden und notfalls muss ich wirklich über, ja, über Leichen gehen. Da wird es ein paar Sachen verkauft. Einige Löcher in unseren Wänden werden mit Brettern zugemacht, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Genau. Ja, wir haben ja hier schon ein bisschen zugemacht, aber es ist natürlich immer noch nicht sicher, wie sie es gerade gesagt hat. Wir müssen da natürlich noch ein bisschen dran werkeln. Aber er hat genug geschlafen. Er ist... Klar, er ist hungrig. Wir beenden den Tag. Und schlafen, plündern. So, wir haben natürlich wieder viele Sachen. Möglicher Handel ist dort möglich. Wir haben eine Baustelle. Der Supermarkt, der eine hohe Gefahr bietet. Das Reisebüro, wissen wir ja jetzt auch, ist, da ist definitiv Vorsicht geboten. Hier sind die älteren Leute. Ich weiß nicht. Hier ist die Altstadt. Die Autowerkstatt. Nicht die Altstadt, die Autowerkstatt. Ich weiß es nicht. Eine große Menge Waffen. Eine große Menge Teile. Ich habe keine Medikamente. Ich habe nur... Wir haben nur das. Nur eine kleine Kräutermedizin. Würde er dies würde ihm das reichen? Ich weiß es nicht. Sollen wir das Messer mitnehmen? Sollen... Ich will es gar nicht erwähnen. Sollen wir... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber uns, wenn ich das so sehe, bleibt uns bald nichts mehr anderes übrig, als dass wir wirklich, ja, Dinge machen, die wir eigentlich nicht wollen. Hier ist ein kleines Wohnhaus. Mhm. Also ein älteres Ehepaar, das könnte ich nicht. Und eine Autowerkstatt, ja. Ist der Sohn mit dem Vater. Oder war das nicht der, der tot war? Nee, das war irgendwo anders. Wir haben hier noch ein Doppelhaus. Andere leben allerdings Leute, die seien feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich können wir den verlassenen Teil nach Vorräten absuchen, wenn wir am bewohnten Teil vorbeikommen könnten.
ist mir eigentlich ein bisschen zu risikohaft. Ich weiß gerade nicht, wo wir hingehen sollen, was wir tun sollen. Der Supermarkt bietet sich ja eigentlich am besten an, aber da ist halt auch eine Gefahr. Reisebüro, da waren 3 Stück auf jeden Fall. Autowerkstatt. Ich bin gerade echt Kirsche. Etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien, Menge Medikamente. Das ist alles schön und gut. Wir brauchen aber Lebensmittel. Sie könnten gefährlich und misstrauisch gegenüber Fremden sein, doch vermutlich haben sie viele Vorräte gelagert, wie Militärrationen von Konservendosen. Was das heißt, könnt ihr euch denken. Vielleicht werden wir etwas... Oh, das Haus kenne ich. Das Haus kenne ich noch. Ja, vielleicht werden wir etwas brutal gleich. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall das Messer eingepackt. Und gehen vorsichtig voran natürlich. Ah, er geht runter. Okay. Was macht er da? Ich bin etwas angespannt. Schon wieder. Ich weiß es auch nicht. Oh, 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 oh. Waffe. Er hat auf jeden Fall eine Waffe. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Langsam. Da unten ist auf jeden Fall noch einer. 2. Was machen sie? Er ist natürlich verletzt. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig vorangehen. Hier sind auf jeden Fall noch 2 offensichtlich. So, ich kann ja dann nicht plündern, stimmt.
Okay. Da oben. Na, Medikamente, ich lasse das hier. Sonst noch was? Nee. Wir müssen langsam zurück, würde ich sagen. Wir haben jetzt natürlich noch nicht alles checken können. Aber das Risiko, dass wir jetzt noch erwischt werden, ist mir doch ein bisschen zu groß. Und deswegen bin ich dafür, dass wir uns erst einmal, ja, zum Ausgang bewegen und hier verschwinden. Damit waren wir nun ein Mörder. Wir haben einen umgebracht, der uns definitiv hat umbringen wollen, muss man auch dazu sagen, aber es ging nicht anders. Was hätten wir tun sollen, mal ganz ehrlich? First Blood als Erfolg. Ist natürlich... Das glaube ich dir. Oh, wir haben Essen gekriegt da drin. Sehr gut. Das ist super. Pavla ist natürlich sehr hungrig. Wir legen wieder Dünger rein und wir können ihn dann mal sagen, hier, mach mal. Wir haben jetzt eine Waffe. Wir haben ein Schnellfeuergewehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier ein Sturmgewehr, militärisches Sturmgewehr mit guter Feuergeschwindigkeit. Ich bin aber fast am Überlegen, dass wir da nochmal zurückgehen. Und wirklich das komplette Gebiet. Aber wir haben kein Holz mehr. Okay, das ist natürlich schlecht. Aber dass wir wirklich das komplette Gebiet einfach mal intensiv überprüfen. Wäre eigentlich, ja, denke ich mal, keine verkehrte Idee. Ich weiß, Pavlo ist natürlich jetzt traurig. Dieser Typ war eine Gefahr für uns und andere Nachbarn. Ich musste ihn beseitigen. Richtig. Das ist die richtige Einstellung, auch wenn das natürlich... Natürlich ist es nicht schön, aber es ging nicht anders. Pavel hat einen Banditen getötet. Wir sollten ihm unsere Unterstützung zeigen. Richtig. Und Pavel hat einen Banditen getötet. Zum Glück sind wir diese Person los. Ein Mistkerl weniger, der schutzlose Leute ausbeutet. Genau das. Und deswegen bin ich fast am Überlegen, dass wir da wirklich nochmal zurückgehen. Denn die anderen beiden, die machen ja auch anscheinend irgendwelchen Schmuh. Es ist ein großes Risiko, da wieder hinzugehen natürlich. Aber andererseits... Wenn wir sie... Ja, wenn... Krass gesagt, wenn wir... Bruno. Ich habe keine bösen Absichten. Unterschlupf. Kann ich hier bleiben? Ich bitte um Verzeihung. Es ist mir peinlich, das zu fragen. Aber dürfte ich eine Weile hier bleiben? Mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Front und ich kann dort nicht hingehen. Ich habe versucht, in meiner Kanzlei zu bleiben. Doch diese Gegend ist seit kurzem äußerst gefährlich. Ich kann wirklich nirgends hingehen. Komm rein. Eine Person mehr ist vielleicht auch nicht schlecht. Und sie ist eine talentierte Anwältin. Ja, Anwältin werden wir hier natürlich nicht mehr brauchen. Aber ja, ist vielleicht nicht verkehrt, noch jemanden zu haben, der uns unterstützt. Der ein bisschen, ja, mithilft. Ich würde sagen, wir beenden hier den Tag wieder. Und machen uns bereit für die nächste Nacht. Wir gehen wieder mit Pavle. Denn bis jetzt macht er die Arbeit wirklich sehr gut und er ist eben auch ein schneller Läufer und das ist sehr, sehr gut natürlich. Ich lasse sie Wache schieben, beziehungsweise ich lasse sie Wache schieben und sie mal im Bett schlafen, würde ich sagen. Obwohl sie ist leicht verletzt. Komm, wir lassen die beiden Wache schieben. Die Frage ist natürlich jetzt, wollen wir wieder, ja, dahin zurückgehen?
Oder wollen wir dieses Risiko nicht eingehen? Das ist jetzt eine große Frage. Aber hier gibt es eine Menge Lebensmittel. Ich würde sagen, wir gehen dahin zurück. Auch der Militärstützpunkt wäre natürlich gut. Die, die sich am Tage beschießen, handeln nachts oft miteinander. Diese Soldaten haben viele interessante Sachen und tauschen gerne, vor allem gegen Alkohol oder Zigaretten. Aber sie sind unberechenbar, genau. Ich riskiere es. Wir können natürlich auch hier hingehen und die einfach über den Haufen schießen, aber es sind keine Banditen. Die brauchen Hilfe. Wir könnten natürlich Hilfe mitnehmen. Medizin mitnehmen. Vielleicht kann man da mit ihm handeln oder so. Ich weiß es ja nicht. Die Schutzweste nehme ich auf jeden Fall auch mit. Wir nehmen die Brechstange mit und haben da ein bisschen Platz. Wir gehen da hinten hin wieder. Und ich denke, die werden ihren toten Freund schon gefunden haben und werden jetzt vielleicht etwas aggressiver drauf sein. Auf jeden Fall höre ich schon die Tür. Ich bin wieder da. Wir sollten vielleicht auch versuchen, sie einzeln zu bekommen. Nicht zusammen ist vielleicht auch eine gute Idee. Das war mein Handy. Gut, das Handy. Das ist ein Risiko jetzt. Da sitzen sie. Zwei Soldaten offensichtlich. Wenn ich die irgendwie rauslocken könnte. Das wäre natürlich gut. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Oder jetzt vielleicht, weil ich kurz gerannt bin. Mal das Sachen mit. Wir können auch wiederkommen. So ist es nicht, ja. Wir müssen jetzt nicht alles wieder ja, durchmachen. Notfalls komme ich halt nochmal. Da liegt da jemand. Wenn ich da jetzt... Ich weiß nicht, ob die das hören, wenn ich da jetzt ein bisschen rumhumpel. Den da unten eingesperrt. Sitzen beide noch hier, okay. Aber die können da direkt rein. Das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Ich versuch's. Ich kann wegrennen. Komm. Nein! Oh! Mist. Oh. Zum Thema vorsichtig. Shit. Und wir haben die Waffe verloren. Und wir wurden ausgeplündert. Oh. Wir hatten einige Waffen, okay. Shit. Mist. Das war Pavla. Ich hätte definitiv vorsichtiger sein müssen. Viel, viel vorsichtiger. Ich hätte kein Risiko eingehen sollen, vor allem. Mein Gott. Mein Mist, ey.
Und er hat alles dabei gehabt. Auf jeden Fall mal die Brechstange, glaube ich, hatte er noch dabei. Ich fluche gerade innerlich. Aber okay. Unser Puffel ist leider von uns gegangen jetzt. Die Folge ist auch schon zu Ende. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder von This War of Mine. Es ist jemand an der Tür. Das mag jetzt alles sein. Interessiert uns aber jetzt in dieser Folge zumindest nicht mehr. Bis zur nächsten Folge von This War of Mine.